Ja, ein Dankeschön dafür, dass offensichtlich bei denen gar nichts passiert aufgrund meiner Verhaftung. Das haben die ja mittlerweile alles mitgekriegt. Bei Malone irgendwie gab es ja auch einen Zugriff. Das war ja klar, das ist der Kontakt dahin und so. Das haben die ja schon irgendwie alles aus den Telefonüberwachungen und aus der Observation alles rausgehört. Ja, und Malone ist einmal, naja, 4 Wochen später rüber oder so, also ungefähr die Zeit Silvester rum, ist er drüben gewesen und hat vorgesprochen, gesagt, was los ist, ne? So, dass er jetzt genau weiß, weil er auch schon festgenommen worden ist, verhört worden ist und und. Hat denen halt die ganze Situation geschildert, hat denen halt auch erzählt, dass aus der Akte nichts hervorgeht, was die Leute da betrifft, also Angela betrifft. Und das war für den Grund genug, zu sehen, okay, der hält einfach sein Maul, der sagt gar nichts. Und 150 Gramm als Dankeschön, ein Dealer in der Größe, das ist ein Lacher. Der hätte mir ein Kilo davon schicken können. Und das hätte er finanziell nicht bemerkt als Dankeschön. Aber er hat halt eine richtig geile Sorte mir rausgesucht. Ja, sowas, was du im Shop auch ganz schwer bekommst irgendwie. Und wenn dann scheiße teuer, es liegt so bei 26, 28% THC-Gehalt. Also dann wird es hier richtig kribbelig. Da fangen die Arme und die Beine an zu kribbeln nach 2 Köpfen spätestens. Und die Lippen werden blau und ganz blass. Und hast das Gefühl, du schwebst. Richtig, mach richtig dicht. Also das ist mit Gras überhaupt gar nicht zu vergleichen. Ja, und als ich das erste Mal gekriegt habe, so war Arthur bei uns zum Umschluss, hatte halt schon den Clinch mit seinen Russen, ne? Ist halt auch öfter geflüchtet. Und eigentlich hätte der Hamburger auch Besuch kriegen sollen. Mein Besuch war pünktlich, direkt dann 14 Uhr ging das, glaube ich, geht das los. So 13 Uhr geht das los. Auf dem Wochenende, es war ein Samstag. Bis 17 Uhr oder so kannst du dann in dieser Zeit 1,5 Stunden oder 1 Stunde haben, ne? Und die ist um 14 Uhr gekommen oder so, dann war relativ wenig los, dann lassen die dich auch mal fast 2 Stunden da sitzen und so, ist dann egal, das ist ja, weißt du, wenn da richtig Andrang ist, dann machen die das mit den Zeiten ganz genau, ansonsten bleibst du mal sitzen. Ja, da war nicht so viel los und habe ich bestimmt 2 Stunden, knapp 2 Stunden ungefähr im Besucherraum mit Sunny und bin dann nach oben auf der Hütte. Ich bin nicht ein einziges Mal durchsucht worden auf dem Rückweg vom Besuchraum nach oben. Jetzt nicht einmal, nicht ein einziges Mal. Wohl schon klar, ich bin wegen BTM da. Das ist ganz merkwürdig, der Bau. Also ich habe mich jedes Mal durchsucht, vorher und nachher. Bloß nichts mit rausgeben und nichts mit reinnehmen. So, naja, egal. Ich bin dann hoch auf der Hütte, habe mich gefreut, weil ich wusste jetzt auch, das ist Peace von da. Das ist über diesen Weg. Melon hat Sunny besucht, hat ihr erzählt, der war drüben, dies und das, dass das auch ein super Leckerli ist und so. Und bloß nichts davon großartig weggeben, so, weil die meisten, die Nichtkiffer werden das nicht vertragen. So, das ist einfach zu heftig, das Zeug. So, ja, und sie hat mir das dann halt mitgebracht. Ich hoch auf der Hütte, Arthur wartet schon, ich mache eine Mischung, ich sage zu Hamburg, Alter, dein Besuch kommt nicht mehr. Ich mache jetzt eine Mischung für unsere Raucher ein. Ah, ja, ich weiß noch nicht, warte noch ein bisschen und so habe ich dann halt Mischung gemacht. Und in der Zwischenzeit, er wollte noch warten, entweder in einer Viertelstunde ist der Besuch da oder er kommt nicht mehr, geht nicht mehr, lassen die gar nicht mehr rein. So, und kaum geredet, die Mischung am Machen, so geht hinter uns die Tür auf. Wir haben den Schlüssel auch vorher nicht gehört, nur plötzlich aufgeschlossen und aber direkt zu ihm geklotzt. Arthur steht so mit dem Gesicht zum Beamten, glotzt ihn an, so stützt sich so halb auf die Mischung drauf. So. Ich sitze mit dem Rücken zu dem Beamten so, vor der Mischung, drehe mich nur so um. So. Und der Hamburger freut sich voll. Steht auf, ab zum Besuch. Ne? Ja, und ich dann die Mischung fertig gemacht, Tür wieder zu. Ich die Mischung fertig gemacht. Arthur in der Zwischenzeit den Eimer gefüllt, Kopf gebaut und so. Ne? Voll riemig, wir sind nüchtern. Wir haben voll Bock zu kiffen. Aber richtig, ich glaube, da hatten wir schon 1 oder 2 Tage gar nicht geraucht gehabt. So, ne? Ist ja immer wieder, dass du echt mal so 1, 2 Tage dazwischen hast, wo fast nichts geht. Ein Köpfchen rauchen kannst, den du so eine halbe Stunde merkst oder so und das war's. Ne? Ja, ich mach mir den Kopf vorher hin zur Eimerflasche, zieh den auf. Auch den, sieht, der glüht immer noch, zieh den nochmal hoch, nochmal, und glüht immer noch, nochmal. So 3-mal hochgezogen, die Pulle, und dann war der endlich durch, der Kopf.
puste das so aus, schmeckt schon, das schmeckt so richtig, also intensiv, so nicht dieses Staubige auf der Zunge, wenn du einen Eimer rauchst, oder ja, bei Eimer hast du das hauptsächlich so, dass du nicht so diesen Staub von dem billigen Hasch auf der Zunge hast, sondern so diesen richtig schweren, öligen Geschmack auch im Mund hast. Also du merkst schon, was du da rauchst, so, ne? Puste aus, geh zum Tisch, setze mich wieder auf meinen Platz, mach den Kopf voll, reich den Arthur, hab eine fertig gedrehte schwarze Grauserkippe, mach mir die an, rauche. Arthur zieht in der Zwischenzeit, zieht er auch zwei Tage hoch den Kopf, ein bisschen husten, kommt hoch, kommt zum Tisch zurück, schmeißt den leeren Kopf, stopf mir mal noch ein. Ja, und ich saß schon 3-4 Minuten jetzt in der Zwischenzeit und der Kopf kam richtig durch mit meiner Zigarette in der Hand. Sag, Arthur, wart mal kurz. Das kommt gleich. Dann wart mal kurz, nicht so schnell. Das ist kein Standard. Ja, okay. Wir haben 3, 4, 5 Minuten gelabert und irgendwann, ich gucke ihn so an, der voll blass, voll rote Schlitzis, so. Hängt so, ne? Wir noch 10 Minuten oder so gelabert, ich konnte die Kippe gar nicht aufrauchen. Ich war so breit, die Fingerspitzen haben richtig gekribbelt und die Zehen und so. Ich sag, Arthur, ich leg mich mal eben auf mein Bett, an ihm vorbeigekrochen, so zack, das Bett über den Stuhl, oben aufs Doppelstockbett, puff, ich hingelegt. Oh, wie geil ist das denn so? Und direkt abgehoben von der Matratze, so gefühlt, ne? So Richtung Decke geschwommen, so. Und Arthur dann irgendwann drehte sich so, er stand die ganze Zeit immer noch zwischen Bett und Tisch so und hielt sich so halb am Bett fest, halb am Tisch fest. Und dann drehte er sich irgendwann so ganz wackelig zu mir um, beide Hände so aufs Bett, guck mich an. Was hast du mit mir gemacht, Blatt? Was hast du mit mir gemacht, Blatt? Die ganze Zeit, bestimmt 2 Stunden hat er nur diesen bescheuerten. Ich konnte gar nicht antworten, ich war so breit. Ne? Ich habe immer nur hingeguckt und musste grinsen und bin sofort wieder in Lachen ausgebrochen. Musste mich wegdrehen zum Waffen, bis ich mich beruhige, weil ich ihn angeguckt habe und bin ich wieder zusammengebrochen. Und er stand die ganze Zeit richtig wackelig und voll blass, blaue Lippen, voll die roten Augen. Was hast du mit mir gemacht? Bläh, die ganze Zeit. Der war so geil. Und dann hat er sich hingelegt. Also der ist dann um Schlussende, ab, hast den ganzen Abend nicht mehr gesehen. Ne? Auch bei Abendbrot ausgehalten, gar nicht mehr. Er lag im Bett, Koma. Ein Kopf. Junge, und das ist ein richtiger Kiffer, ne? Mit dem habe ich 10, 15 Köpfe am Tag geraucht, von dem Standardtasch, wenn wir genug hatten. So, und dann war das nicht halb so, nicht mal ansatzweise so. Dem Alex Sesch habe ich den Tag, er hat Arthur dann gesehen, die lagen ja zusammen in einer Zelle. Kam Alex Sesch, kaum war Arthur in der Zelle verschwunden, in seiner Zelle kam Alex Sesch zu mir. Was habt ihr geraucht? Ich sage, wie, was habt ihr geraucht? Alter, gib mir mal ein Stück davon. Und dann habe ich. Ich wollte nicht zeigen, auch wie viel ich habe. Ne? Ich hatte so einen Riegel dann abgeschnitten, so 4-5 Gramm. Ne? Und da habe ich ihm wirklich so 2 Stecknadelköpfe groß, so ein Stück gegeben. Das ist ein guter Kopf, ein richtig guter Kopf. Es ist ein bisschen kleiner wie ich. Ne? Alter, willst du mich verarschen? Ich sage, geh rauchen, wenn es nicht lang, komm sofort wieder. Ist gar kein Problem, wir rauchen dann 2, 3 Köpfe. Wie viel du verträgst? Ja gut, habe ich den ganzen Tag nicht mehr gesehen, er lag direkt neben Arthur, also über Arthur oder unter Arthur, ich weiß nicht. Hast den ganzen Tag auch nicht mehr gesehen, hat den Kopf geraucht, war noch 10 Minuten auf dem Flur und dann irgendwann hast du gesehen, voll das Grinsen, ganz blass und dann, oh, ich glaube, ich leg mich hin, sagt er. Also ich finde mich auch direkt, ich war nur auch einmal kurz über den Flur getorkelt, einmal Abendbrotausgabe, geguckt, was es da gibt, nee, lass mal gut sein und dann wieder in die Hütte. Und für abends habe ich denen dann noch was gegeben. Die sind dann irgendwann so nach Einschluss 19, 20 Uhr irgendwann sind die wieder klargekommen. Ne? Dann haben sie sich noch eher so 1, 2 Köpfchen davon geraucht und haben sich kaputt gelacht den ganzen Abend. Aber die haben sich ganz schön, ich habe mich auch erschrocken. Ich dachte, Alter, ich habe nur einen einzigen Kopf geraucht. Junge, so breit war ich ja noch nie von da. Ich war kurz vor der Kotzgrenze. Ne? Das war der Knall. Da haben wir auch ewig von geraucht. Also die 50 Gramm, die haben lange gehalten. Und die nächsten 2x50 Gramm haben wir auch lange gehalten. So, ich werde dann auch geiziger, je weniger das wird. Ne? Dann am Ende rauche ich nur noch mit Arthur. Sonst mit keinem mehr auf dem Flur. Also die letzten 10 Tage von dem Dope habe ich schon nichts mehr. Ich habe mich auch langsam dran gewöhnt. Ich kann auch so auf den Flur gehen mittlerweile. Und Arthur auch. Aber die ersten paar Tage, alter Falter.
hat richtig gezündet, Junge, habe ich mich erschrocken. Ich habe nicht mal mehr den Eimer ausgekippt gekriegt danach, so von wegen Beweise entsorgen und so. Ach, scheiß drauf, Alter. Dann bauen wir uns eine neue Flasche auf und so, das Dope finden sie nicht. Ja, um 50 Gramm verstecken und so. Und die Leute, die Jungs sind nicht blöd, ey. Du guckst nicht richtig auf den Flur. Sobald die Hütte auf ist, musst du auf dem Flur sein, wenn du draußen bunkerst. Sonst greift, sonst die haben Langeweile. Die durchsuchen auch die Blumentöpfe und so. Die Jungs, die nichts haben und Bock haben. Und die sehen, Alter, die sind voll dicht. Und geben nichts ab. Es ist immer ständig dieser Neid da.